damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. Und ja, in der heutigen Folge habe ich mir gedacht, dass ich jetzt meine Clan-Kameraden dazu aufrufe, ein paar Angriffe zu teilen und werden wir die Angriffe mal laufen lassen. Ich habe mir mal gedacht, wieso soll es immer nur um mich gehen? Uiuiuiuiui, eine What the Fuck Base mit Loot, das werden wir screenshotten. Perfekt. Ja, soll mal auch um die anderen gehen und deren Loot. Und der Loot ist doch schon richtig nice. 260k Gold, 100 irgendwas K Elixier war das gerade. Joa, der Heilzauber war... Ah, sind Level 3er waren, ne? Joa, dann hat sich der Angriff natürlich sehr gelohnt. War das ein Only Level 3? Yo, Only Level 3 Barbarenangriff. Noch die Clanburg gesetzt. Alter, da hat er mächtig Loot rausgeholt, der Fanatics. 63%, das ist schon richtig heavy. Ja, jetzt könnte ich euch eigentlich noch ein paar Geschichten aus über Loot. Ion hat der Clemens hier geschrieben. Das ist mal sehr kreativ. Bar Loot Ion. Ja, man muss es verstehen. Auf jeden Fall, wir können mal auf zweifache Geschwindigkeit stufen. Ich kann euch ja einige Geschichten aus dem Praktikum erzählen, was mir da alles so passiert ist. Also das Beste an dem Praktikum war bis jetzt immer noch der Hipster. Ja, wieso nenne ich ihn Hipster? Da war so ein Typ mit einer ganz engen Hose und so einem Pullover, der 6 Meter lang war. Er kam da rein, mit seiner Karte hat uns eine Mahnung gezeigt und sagte halt so, ich habe keinen Bock auf Schulden. Also als ich das gehört habe, habe ich mir auch nur so gedacht, what the fuck, ich habe keinen Bock auf Schulden. Also, ja. Ich sag dazu besser nichts. 100%. 327k Gold, 229k Elixier, 1500 Dunkles. Also wenn das kein fetter Loot ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Allerdings war es auch teuer, die herzustellen. Ja, geht. Wir werden uns trotzdem anschauen. Ja, auch 143k Gold, 126k Elixier ist doch in Ordnung, Es gibt schlechteren Loot. Vierfache Geschwindigkeit und das nur mit Level 3 Barbaren. Geht doch vollkommen in Ordnung, also hat man auf jeden Fall Plus gemacht. Hat er hier den Angriff gewonnen, oder? Ja, ich glaube, er kämpft den noch ein bisschen, nur ein paar Prozente. Ja, sieht doch ganz nice aus. Läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Und wir gucken mal ganz kurz in mein Labor. Noch ein Tag und 18 Stunden und 20 Minuten, bis mein Golem endlich auf 3 fertig ist. Da können wir den direkt auf 4 starten. Ich habe momentan 77.000 Dunkles am Start. Und es steht gerade 45 zu 26. Die haben erst 12 Angriffe und wir 26. Also wir haben sozusagen das Doppelte, fast das Doppelte. Ja, aber wenn man hier sieht, hier unten haben wir schön aufgeräumt. Überall 3 Sterne und wir haben ja noch ein paar Angriffe zur Verfügung. Und wenn die Angriffe genutzt werden, werden wir auch den dritten Clankrieg in Folge gewinnen. Das ist schon richtig heavy, das muss man sich erstmal vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Clan wirklich was wird. Also wenn ihr mal Bock habt, wirklich dabei zu sein. Der Clan heißt Dark Blitzblade. Der Clan-Kürzel lautet Hashtag 2LOVYUU8. Also LOVYU8. Das LOVYU ist etwas falsch geschrieben, immer nur etwas. Und wir können mal gucken. Sehr geil. Geiler Loot. Joa. Ist nicht schlecht. Kann man schon sagen. Mit der altbewährten Barge-Taktik klappt doch einiges. Also Barsch ist wirklich eine sehr gute Taktik zum Farmen und zum Pokéjagen. Also 50% sind in der Taktik meistens drin. Sogar mit Only Bogenschützen kann man locker Champion erreichen, wenn man die Zeit dazu hat. Also das Spiel in Meister und Champion zu gehen, das ist sehr zeitaufwendig. Irgendwann werde ich es nochmal probieren, aber erst, wenn ich alle meine Verteidigung hoch habe, dann, wenn ich nur noch auf Mauern gehen muss, dann kann ich es probieren. Joa, wie viel hat er denn hier rausgeholt? Na, leider nicht so viel. Hätte man mehr rausholen können, oder? Nee. Irgendwie... Ja, es ging. Es gibt schlechteren Loot. Es gibt wirklich schlechteren Loot. Nice Balloonion. Also Clemens greift in letzter Zeit sehr oft mit Balloonion an. Joa. Ist schon in Ordnung. Hat der Heilzauber gesetzt? Ja, er hat mir gesagt, er kann beinahe nichts mehr mit Elixier upgraden. Und dann kann man sich das ruhig gönnen, finde ich. Auf jeden Fall hat sich der Angriff gelohnt. Also Balloonion... Muss ich auch mal wieder ausprobieren, denn meine Ballons sind jetzt auf Level 6. Naja, schon länger auf Level 6, aber meine Minions sind auf 5, ne? Habe ich noch gar nicht ausprobiert, die kleinen Minions auf 5. Müssten wir mal machen. Können wir ja einmal in den nächsten Folgen machen. Aber in der nächsten Folge steht ja erstmal wieder Clan-Besuche an.
Und heute Morgen war ja der Stream. Ihr seht die Folge jetzt um 14 Uhr und der Stream war um 10:30. Ich glaube, ich habe circa 2 Stunden gestreamt. Wer weiß. Ich weiß nicht, wie lange ich streame. Es kommt drauf an. Auf jeden Fall, eventuell werde ich den Stream sogar hochladen, wenn er einigermaßen in Ordnung war und Telekom nicht wieder rumspackt. Haben wir noch ein paar Angriffe. Nice Beute von Deine Mama XX. Also XX, Deine Mama XX. Okay, geht eigentlich für sein Level, ist das nice. Also. Jetzt komme ich mir ein Arschloch vor, dass ich den Angriff nicht laufen lassen habe. Egal. Ich würde auch sagen, bei den ganzen Angriffen, die wir uns angeguckt haben, können wir gleich mal selber angreifen. Julian, hab dich abonniert. Thanks. Wir können ein bisschen spenden oder werden wir es angreifen? Wir werden das mal gucken. Und wegen 1%. Dunkles, okay. Thanks. Ich habe jetzt im Übrigen die Vibration wieder in meinem Handy eingestellt, sodass keine Push-Up-Benachrichtigungen mehr erscheinen müssten. Also ich weiß nicht, wie Android 5.0 genau tickt, aber eigentlich... Ah, diese Situation mit den Minen und Sammlern ist immer kritisch, denn man weiß nie ganz genau, wie viel in den Minen und Sammlern drin ist. Auf jeden Fall hat er hier 49% erreicht, fast 50, aber ist ja egal. Welcher Liga ist er? Ja, der Loot-Bonus wäre schon nice gewesen, aber... Ja... Komm, es sind nur 11.000 oder so, ne? Egal, ich werde mal selber angreifen bei den ganzen Angriffen, die wir uns angeschaut haben. Und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Also bis gleich. Hier haben wir doch einigermaßen fetten Loot bekommen. Und die altbewährte Bartsch-Taktik wird alles abräumen. Das meiste scheint in den Minen und Sammlern zu stecken. Also da müssten wir... Ey, wo ist Multitouch hin? So, jetzt Multitouch wieder da. Und im Stream kann ich jetzt über mein Handy streamen, da ja mein HDMI-Splitter auch jetzt beim S5 funktioniert, denn mein S5, Samsung Galaxy S5, hat ja einen HDCP-Schutz und dieser HDCP-Schutz kann nur aufgehoben werden mit einem HDMI-Splitter. Und dadurch, dass ich jetzt einen HDMI-Splitter habe, läuft es auf jeden Fall, würde ich mal sagen, und dann kann jetzt in den Streams auch Musik laufen, was ihr euch so sehr gewünscht habt. So, das meiste haben wir hier raus... Ah... Das Dunkle aus dem Bohrern, komm. Sollen wir die Queen opfern oder nicht? Ja, komm. Nein, die... Boah, der Minenwerfer wird nicht viel Schaden machen. Und was ich mir Sorgen mache, ist die Kanone dort. Hoffentlich läuft sie jetzt gut. Okay, sie will die Mauer kaputt machen. Heute spielt die Queen den Mauerbrecher. Also, diesmal nicht der Barbarenkönig. Ach ja, komm, beeil dich ein bisschen. Wäre ganz nett, wenn du das tust. Ah, nicht auf den Magerturm. Ja, wir werden sie zünden, weil sie sonst zu schnell down gegangen wäre. Ja, perfekt. Noch ein bisschen Dunkles abgesahnt. 630, 200k Gold, 211k Elixier, 630 Dunkles, 9 Pokale. Läuft auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und was ich mir nochmal was ich euch nochmal zeigen wollte, hatte noch einer, der war fail. Ist es okay, wenn ich erst im CW mitmache, wenn Golem fertig ist? Wann ist der fertig, okay? Heroischster Fight ist sogar meiner. Schon wieder. Oh ja, darauf kann man stolz sein. Leider wurde daraus nicht so viel, kann ich euch schon vorab versprechen. Als erstes habe ich hier den Riesen hingesetzt, aber leider konnte ich nur 2 Bogenschützen rauslocken. Ja, hat es dann nicht so gebracht, aber dann hat hier der Hauptkampf begonnen. Wovor ich hier bei dieser Base Angst hatte, waren die Inferno-Türmen. Denn vor Inferno-Türmen habe ich großen Respekt und dann waren die noch auf Multi gestellt. Oder? Jo, die waren auf Multi gestellt. Und ja, mir wurde die 1 zugestellt, da ich ja selber die 1 habe. Und egal. Aber wie man auch sieht... Im Ansatz, man sieht irgendwie, dass es auch nichts geworden ist. Und hier, guckt es euch an, wie schnell die Packers gebraten wurden von den Magiern. Ich habe mir auch nur so gedacht, wo sind die Packers verschwunden? Also, der Feind der Packers scheint Magier zu sein. Und hier oben, das ist wohl ganz schön knapp. Also, wie man auch sieht, ich habe noch einen Wutzauber hingesetzt. War eigentlich nicht mehr nötig, aber zur Sicherheit, ne? Dann noch die Goldmine kaputt gemacht, dann noch den Bogenschützenturm kaputt gemacht, dann noch den Barbarenkönig down gemacht. Den Barbarenkönig Altar, dann noch die Goldmine, dann noch den Magierturm, dann noch die andere Goldmine. Und dann hatte ich zum Glück noch 10 Bogenschützen als Backup dabei. Alter, hätte ich die nicht dabei gehabt, wären es keine 50% geworden. Also ich kann euch jetzt versprechen, es wären 50%. Ja,
Das sieht man doch schon im Ansatz. 50%, leider nur ein Stern, aber die Inferno-Türme haben es gemacht. Egal, wenn mein Golem bald auf 4 ist, dann wird es richtig abgehen in den Clan kriegen. Und wie es aussieht, gewinnen wir den, aber ja, ich will uns nicht zu früh loben. Wir können uns ja nochmal vom Gegner den heroischsten Fight ansehen. Also ich finde es ein bisschen wichtig, in den Clash of Clans Let's Plays auch was anderes zu zeigen und sich nur auf ein Thema zu thematisieren. Denn das heißt ja Let's Play Clash of Clans und da kann ja alles Mögliche vorkommen. Wenn wir mal vierfache Geschwindigkeit machen, sieht aus wie ein Wizard-Drachen-Schweinereiter-Angriff. Und mal gucken, was daraus wird. Also ich habe den Angriff noch nicht gesehen, also ich kann mich überraschen lassen. Ja, ich finde es... Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich es gut finde, wenn ich mehrere Sachen in einer Folge mache oder mich nur auf ein Thema thematisieren sollte. Also ich finde es gut für Abwechslung. Für die Abwechslung. Wurde ein Drachenangriff und der Drachenangriff sieht ziemlich erfolgreich aus, da hier keine Luftabwehr mehr da ist. Okay. Sieht aus, als wenn es 3 Sterne geworden sind. Ja, es wären 3 Sterne, sieht man schon im Ansatz. Ja, sind 3 Sterne geworden, leider. Für den Gegner, also wir können uns ja mal kurz noch die Kriegsstatistik anschauen. Ups, Kriegsstatistik. Also, neue Sterne je Angriff bei uns 1,73, bei den Gegnern 7,17. Durchschnittliche Zerstörung 85,9, beim Gegner 86,3. Durchschnittliche Angriffsdauer bei denen 6 Sekunden länger als bei uns. 3 Sterne haben wir 13, die 7, wir 1, 2 Sterne Angriff, das war von meinem zweiten Account. Und die haben 2 und wir haben halt 4 1 Sterne Angriff und die nur 1. Wie man auch sieht, der feindliche Clan hat auch schon 37 gewonnene Clankriege, also das war kein leichter Gegner, aber wie gesagt, wir dürfen uns noch nicht zu früh loben. Da würde ich mal sagen, das war's dann für die heutige Let's Play COC-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen COC mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.